Akesh Foundation, an independent, non-profit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications. Hallo und herzlich willkommen zum 137. Deutschsprachigen Wissenssuche-Workshop. Heute ist der 1. November 2018 und ich habe wie immer eine zusammenfassende Übersetzung des heutigen 248. Knowledge-Seeker-Workshops von wie immer heute Morgen um 9 Uhr, kurz nach 9. Und der war heute etwas über 4 Stunden lang, wobei eigentlich inhaltlich nur 4 Stunden, weil sie da ein bisschen improvisiert hatten, also quasi eine kurze Pause eingelegt. Am besten teile ich mal hier gleich den Bildschirm. So, hier ist eine Präsentation, nicht eine Präsentation, eine Konferenz vorgestellt worden, die wohl heute stattfindet oder nicht heute. Hier steht 3. November. Ich hatte es heute verstanden, aber
Nee, von 31. bis 3. Also ja, heute kommt doch hin. Und zwar in Brasilien, Rio de Janeiro. Und da hat die Regierung Brasiliens sich wohl an eine Dr. Claudia Unter gewendet, um dort etwas über die Cash Foundation Plasma-Technologie zu präsentieren. Und da hat sie heute ein bisschen gezeigt zu. Ich lasse mich hier nebenbei ein bisschen laufen. Da sind noch ich glaube, zwei, drei weitere Bilder dazu. Und ja, sie sagt ja, dass sie da vor 3000 Anwesenden präsentieren wird, und sie wird über das Wissen der Physik und der Technologie berichten, in der Portugiesisch. Und sie wird auch was über die Seele und die Feldverbindung zwischen zwei Menschen erzählen, und auch, dass es wichtig ist, Frieden zu erreichen. Und also nicht nur den Fokus auf die Technologie oder die Physik selbst, sondern alles so ein bisschen drum und dran. Und das hat sie heute hier kurz berichtet mit Live-Übersetzung. Und ja. So, dann ist heute die fünfte Ausgabe der Plasma Times vorgestellt worden, November 2018. Und was Sie jetzt hinzugefügt haben, sind klickbare Links. Ich werde hier wie immer nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das hier dann, wenn es in Deutsch verfügbar ist, dann hier direkt auf Deutsch präsentiert werden kann. Eins, was ich kurz noch vielleicht erwähnen kann, ist, dass was ja öfter schon gezeigt wurde, ist dies in Kenia, die Schulung von Dr. Gatua. Da sind Bilder gezeigt, wie es immer größer wird. Also es ist eine richtige Bewegung, die da entsteht. Das hat mit einer Handvoll Leuten angefangen, denen er das beigebracht hat. Und das ist jetzt also schon, das sind schon richtig viele. Und dann gibt es ein Weihnachtsangebot, das sicherlich also auch noch eine Weile gültig ist. Also im Shop der Cash Foundation, wo man in zwei verschiedene Pakete mit diversen Produkten wie viel Prozent reduziert, stand da nicht, aber ich denke mal zu einem reduzierten Preis bekommen kann. Aber das ist dann sonst auch im Cash Foundation Shop zu sehen. Ansonsten kann man sich dies dann hier, wenn es übersetzt ist, nochmal alles angucken. Herr Cash hat dazu aufgerufen, dass, wenn Erfahrungsberichte eingereicht werden in dieses sogenannte Scientific Journal, also diese wissenschaftliche Zeitschrift, ist das wahrscheinlich übersetzt, also dieser Online-Bereich, im Support-Bereich. Ich kann den Link auch im Chat nochmal kurz schreiben. Das ist die Support-Seite der Cash Foundation. Da kann man auswählen, einen wissenschaftlichen Bericht, also sprich einen Erfahrungsbericht, einreichen. Und Herr Cash hat darum gebeten, das nicht nur in Englisch zu tun, sondern auch in der nationalen oder beziehungsweise originalen Sprache. Und wenn das dann nur in der originalen Sprache verfügbar ist, dann wird das halt von anderen später übersetzt. Dann sagt der Cash, dass es Zeit ist, ein plasmatisches Periodensystem anzufertigen, so wie sich das wohl in der Rahmenspektrographie zeigt, dass da Elemente nachgewiesen werden konnten, die entweder komplett neu sind oder zumindest auf der Erde gar nicht vorkommen. Also dass da auch im Ganzen ein bestimmtes, dass man also da dem immer näher kommt. Und das könnte auch helfen, später ganz spezifische Ganzsorten herzustellen oder zu messen und für bestimmte Anwendungen dann eben ganz bestimmtes CO2 ganz beispielsweise zu verwenden, indem man eine Messmethode hat, die wirklich unterscheiden kann zwischen dem einen CO2 ganz und dem anderen CO2 ganz. Und ja, so dass es das in dem Bereich da sich noch mehr tun muss. Dann hat er berichtet über die Testung von Saat, dass in diversen Orten auf der Welt wohl schon große Ernten in den nächsten Wochen anstehen, wo sie dann die Saat testen werden, die Nährwerte und alles Mögliche, aber auch vor allem das Gewicht der Saat der behandelten Pflanzen, um genauere Verfahren bestimmen zu können, welche Methoden dann zu welchem Ergebnis führen, also damit man das eben wissenschaftlicher, genauer reproduzieren dann kann auch.
Und er sagt ja auch nochmal, dass dass die Veränderung, also das ist, was sie bis jetzt eindeutig sagen können, ist, dass die Ernte sich verbessert in dem Sinne, dass sie resistenter ist, dass sie größer ist, dass sie schneller wächst und dass sie zum Teil eine zusätzliche Ernte im Jahr haben können dadurch. Und was er sagt, ist, dass es dabei zu keiner genetischen Veränderung kommt. Also es ist keine Genmanipulation in dem Sinne. Dann hat er gesagt, dass es durchaus gut ist, wenn man seinen Lebensunterhalt mit der Technologie verdient. Das heißt, er hat das Beispiel genannt, wenn man irgendwelche Cremes durch GANS oder Ähnlichem, also aufgrund des Wissens der Plasmaphysik, irgendwelche Produkte herstellt, die verkauft, dass das durchaus kein Problem ist, dass man jetzt sein Geld damit verdient. Er hat aber aufgerufen, dass man sich nicht verstecken soll, sondern dass das Wissen offen geteilt werden sollte. Das heißt, man kann ruhig seine Cremes verkaufen oder seine was auch immer Produkte, die man herstellt. Aber wenn man zu irgendwelchen besonderen Ergebnissen gekommen ist oder irgendwas Bestimmtes gefunden hat, was gut funktioniert, dann soll man auch an den Rest der Menschheit denken, dass man das Wissen entsprechend teilt. Dann nochmal zur Genmanipulation, sagt der Cash nochmal, dass wenn man die Saat und also eine beliebiges Saatgut in ein CO2-Ganzwasser mit einer kleinen Menge Zink und Magnesium gibt für eine halbe Stunde, dass das die Genmanipulation, die an den Saat vorgenommen wurde, rückgängig machen würde. Also dass es langfristig in der Zukunft keine Rolle mehr spielt, dass es da mal ein Monsanto oder sonst was gab, das hier. Also das ist ja eine große Angst oder eine große Befürchtung generell gewesen, dass gentechnisch veränderte Substanzen, Körner, Pflanzen und so weiter sich verbreiten und dann irgendwann nicht mehr aufhaltbar sind. Und dem sei hiermit so entgegengewirkt. Dann sagt der Cash, dass das Ziel sei, in den nächsten 2, 3 Jahren 25 Millionen Bauern in eine ökonomische Balance zu bringen, was dann für die jeweilige nationale Nahrungssicherheit sorgt, was wiederum, das hat er ein bisschen ausgeführt, wie in den letzten Wochen schon mal erwähnt, die Grundlage für die Kontrolle auf diversen Nationen ist, dass man die Nahrungsmittel kontrolliert, dass man dafür sorgt, dass es in diversen Nationen nicht mehr rentabel ist für Bauern, überhaupt noch einen Anbau zu betreiben und dass stattdessen Saat aus den USA importiert wird, also es insbesondere betrifft Indien, aber auch Afrika und dass diese Probleme oder die Kontrolle, die dadurch ausgeübt wird, und hier ist natürlich der Genfaktor auch nochmal, der spielt natürlich eine große Rolle, wo dann die Saat nicht mehr in der zweiten Ernte nicht mehr wiederverwendbar ist, sondern man muss neu kaufen, dass diese Kontrolle damit enden kann. Und er sagte dazu, ich meine, 40%, sagt er so, also wenn schon 40% mehr Ertrag sind, das würde schon eine Stabilität bringen, dass die Bauern nicht mehr in Armut oder unter der Armutsgrenze leben. Also dass sie schon quasi von ihrer eigenen Ernte und dem Verkauf der eigenen Ernte leben können. Dann hat er erklärt, dass die drei Schichten, also dass sowohl unser Körper oder beziehungsweise unsere Haut aus drei Schichten besteht und dass das Prinzip so überall gilt, also auch, dass die Erde aus drei Schichten besteht und dass wenn man in der mittleren Schicht dieser drei Schichten in einem Reaktor beispielsweise Magneten anbringen würde, dann könnte man das zu einem Generator verwandeln und er hat auch ein Beispiel genannt, das würde man jetzt in einem Auspuffmagneten anbringen und würde dann den Auspuff verwenden, und sei es, das sind nur 2 Watt an Energie dem System zuzuführen, dann würde das dazu reichen, dass das auch 1 Megawatt produzieren könnte. Und er hat auch noch dazu gesagt, dass generell Geräte, die mehr herausgeben, als man einspeist in die Geräte, dann werden die vom Patentamt solche Geräte gar nicht angenommen. Das heißt, da wird von Anfang an gesagt, das kann nicht funktionieren und dann lässt sich das also in dem Sinne gar nicht erst patentieren.
Und dann sagt der Cash noch, dass er sicher geht, dass die Grundlagen verstanden werden, bevor er vorwärts springt und weiteres Wissen erklärt. Dann hat er noch etwas, wie ich finde, sehr Interessantes erklärt. Und zwar sagte er, dass das Wissen zu verbreiten über den konventionellen Weg, also das heißt, dass Wissen erstmal ganz genau ausgearbeitet wird, das irgendwann in die Universitäten schafft und dann irgendwann über mehrere Generationen Studenten gibt, die dieses Wissen lernen. Da sagte er, dieser Prozess wäre zu lange und es gäbe eine Methode, wie man über einen bestimmten Bereich in der RNA oder auch ein bestimmtes Zentrum im Gehirn das Wissen direkt auf alle 7 Milliarden Menschen gleichzeitig übertragen könnte. Das heißt, eine quasi zentrale Datenbank geschaffen werden könnte, die Wissen und, so wie ich das verstehe, selbst Erfahrungen direkt auf andere übertragen lassen. Also man kennt das aus diversen Filmen, wird sowas auch gezeigt, dass man, so wie man quasi einen USB-Stick in den Computer steckt und dann hat man eine Software drauf, so hat man ein System, an das schließt man sich an, oder das muss jetzt nicht über Kabel oder ähnliches funktionieren, aber ein zentrales System, man möchte irgendwas Bestimmtes lernen und auf einmal kann man das. Und man hat da vielleicht jahrelang Wissen und Erfahrung per Knopfdruck sich angeeignet. Und dass dieser Schritt der nächste Schritt in der Entwicklung der Menschheit sei. Und er sagte auch, dass das ein Grund ist, warum es den Universal Council, also den Universalrat gibt, dass das genutzt werden kann, um die Seele und das Verständnis des Universalrats auf alle Menschen zu übertragen. Und das beinhaltet auch das Verstehen jeder Sprache. Das heißt, dass da alle möglichen Sprachen zusammenkommen, dass es dadurch auch möglich wäre, auf einmal andere Sprachen zu verstehen, die man vorher noch nie gehört hat oder die man vorher einfach nicht kannte. Und dazu sagt er noch, dass es nie geplant war, irgendjemanden zurückzulassen, weil das ist etwas, was ihm wohl öfter gesagt wird hier, wir können doch nicht irgendwelche Leute zurücklassen, so wie man immer sagt, können auch keine Kinder zurücklassen oder wie auch immer. Und dann hat er gesagt, es war nie geplant, irgendjemanden zurückzulassen, es war immer der Plan, alle Menschen zu vereinen damit sich die Menschheit vereint der universellen Gemeinschaft anschließen kann. Also das alleine ist ein Riesenthema, worüber man lange darüber reden könnte. Aber das ist soweit jetzt zusammengefasst, was er dazu sagte. Wenn es dazu Fragen gibt, dann können wir uns gerne auch noch weiter darauf eingehen. Dann ist eine kurze Präsentation gezeigt worden. Mal sehen, ob ich da hier das hier auf die Schnelle finde. Ja, von Stefano in Italien. Hier hat ein System, und das war jetzt eigentlich ein Katalyst dessen, was jetzt als nächstes kommt. Er hat hier einen Testaufbau gehabt, womit er Bewegung erzeugen möchte durch reinen plasmatischen Feldfluss. Das heißt, so wie Herr Cash immer sagt, dass wir keine Motoren mehr brauchen, das ist genau das, was er hier testen wollte, dass er hier Bewegung feststellen kann ohne einen Motor. Und dann hat er hier, ich weiß nicht, ob das wie nennt sich das, Kork oder Holz zumindest ist, dünne Scheiben, hat er hier in verschiedenen Aufbauten, die hat er mit CH3-Gans besprüht und hier unterschiedliche Größen, das ist auch schräg gelegt, um dann feststellen zu können, ob sich hier Bewegung, ob sich also an einer Stange dran, ob sich hier was bewegt. Und er hatte das Gefühl, es war jetzt nicht fertig getestet, also es ist jetzt diese Anfänge, die er hier gezeigt hat. Er hatte das Gefühl, dass er manchmal, wenn er in den Raum reinkam, dass die Position etwas anders war. Hier ist auch ein Hinweis gegeben worden, dass es eventuell auch was mit Lichtverhältnissen zu tun hat, also dass auch Licht eventuell einen Einfluss auf solche plasmatischen Bewegungen hätte. Und und daraufhin sagte Herr Cash, dass sie im Hintergrund, während diese Präsentation gezeigt wurde, entschlossen haben, etwas zu zeigen, jetzt erstmalig, was nie zuvor gezeigt wurde, und zwar die Zündung von Plasma. Das heißt, genau das, worauf dieser Herr hier hinaus wollte, auf die Bewegung von Plasma ohne Motoren, aber auch die Erzeugung von Licht durch Plasma.
Und dazu kommt gleich eine Reihe Videos, das ist also hier gezeigt worden. Da gehe ich jetzt einfach mal die Videos durch. Ich habe die hier alle nacheinander schon mal eingestellt. Hier, das ist das System in China. Das sind ja wohl zwei verschiedene Zentren in China, von denen diese Videos stammen. Ich sage jetzt hier einfach mal, das ist hier Zentrum 1. Und dieses System hier verwendet noch Motoren. Das ist also das System, wo Sie seit längerer Zeit arbeiten, wo auch das passiert ist, dass hier Sie in der Stadt einen Stromausfall verursacht haben und dass Sie Regen verursacht haben, beziehungsweise Gewitter verursacht haben. Dieses System hier läuft auf unter 9 Watt insgesamt Stromversorgung. Und hier sind also das, was hier mit Strom läuft, sind hier Rotationen. Man sieht hier einzelne, ich lasse es gleich laufen, man sieht hier einzelne Motoren. Und auch, ich glaube, ich muss nochmal neu teilen, damit ich den Ton mit drin habe. Kleinen Moment. Ja, ansonsten das Eigentliche, was hier passiert, was wir hier sehen, wenn dass hier Licht erzeugt wird oder ein freies Plasma erzeugt wird, das ist durch die Interaktion des Plasmas. Okay, I'll play this, just a short one. This shows the initial. Zeig das ruhig nochmal. Es kommen gleich noch weitere Videos hinzu. Okay, gleich kann man das System auch noch ein bisschen besser erkennen. Hier haben wir ein weiteres. Okay, can you play it? Das nächste, also generell war Herr Kesch heute schwer zu verstehen. Er hatte wohl Probleme, Internetprobleme, aber auch Probleme mit dem Mikrofon. Er war sehr leise, sehr viel Störgeräusche im Hintergrund. Hier schon mal gleich vorweg gesagt, hier ab ungefähr die Mitte des Videos, man sieht hier den Verlauf hier unten, und ungefähr ab der Mitte ist ein Geräusch zu hören, was Herr Kesch beschrieben hat als eine Art Herzschlag, wie im Mutterleib, wie die Reaktoren miteinander kommunizieren. Da, wie gesagt, einfach mal drauf achten. Ich spiele das jetzt auch wieder hier zweimal ab. Super cool. 干嘛动动地那个不亮啊？啊？
Ja, also das war hier eher so im hinteren Drittel ungefähr. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ansonsten kann man das natürlich alles hier am 248. Knowledge Seeker Workshop alles nochmal anhören. Ich werde das nochmal laufen lassen. Das Gerät ist gleich auch noch deutlicher zu sehen. Das war jetzt hier in diesem Video war es Sinn der Sache, das eben das Licht auszuhaben. Das ist natürlich, sieht man da nicht viel, aber man sieht das Licht besser. Herr Cash sagte noch, dass das, was Sie hier geschafft haben, also zum einen ist das die Erzeugung von Plasma oder auch Licht in der Flüssigkeit geschehen. Und er sagte, dass das ist etwas, was die Leute von CERN, also diese große Anlage in der Schweiz, dass sie sich das nur wünschen würden, sowas da zu erreichen. Hier haben wir das nächste Video. Hier sieht man jetzt, dass, worauf das eben gezeigte System oder gleich noch genauer gezeigte System in Zukunft umgestellt werden soll. Das heißt Bewegung ohne Motoren. Und hier sehen wir jetzt, wie ohne Motoren eine Bewegung stattfindet. You have to understand with a virtual perpetual without motors can conform with them. There's a delay in the play. Ich kann auch noch mal gleich was zeigen. Also zum einen seht ihr hier dieses kleine Licht. Und da, wenn ihr mal genau auf diese Stelle gleich guckt, ich lasse das noch mal abspielen, dann seht ihr, dass da kleiner Lichtblitz entsteht. Und ich habe das, da musste ich sehr rumfummeln, um genau das richtige Frame zu erwischen. Ich habe davon ein Foto gemacht. Das zeige ich gleich mal. Aber was das Licht hier angeht, da kommt noch was vielleicht viel spektakuläreres. Ich lasse das hier einfach nochmal laufen, was ihr vielleicht einfach mal darauf achtet. Also hier sieht man ja die Flüssigkeit, dass es sich bewegt. Interessant hier zu sehen, dass hier immer nanobeschichtete, denke ich mal, Kupferdrähte hier drinne stecken und die dann das System mit anderen Systemen verbinden, wie beispielsweise einer Markgraf-Einheit, so wie Herr Cash das mal erklärt hat. Aber hier, wie gesagt, das ist einfach, dass auch hier also schon Lichteffekte zu sehen sind. Little things you have to understand with a virtual perpetual without motors can conform with them. There's a delay in the play.
Bye. Okay, und jetzt sehen wir hier, also das, dieses hier sowie das nächste, das ist aus dem, was ich jetzt mal das Zentrum 2 nenne. Also das ist nicht das gleiche Zentrum in China, was diesen ersten Reaktor mit Licht gezeigt hat. Und hier sieht man es noch besser. Und was man hier auch sieht, ist, dass sich das ganze System bewegt. Also hier, ich lasse es einfach mal laufen. Yes, okay, play this one, please. This is very interesting for some people. This is how your spaceships will look. This is the whole ball lighting up, and it's what they call it, parameters. So now for the first time you see a full light spaceship system set up, and in the coming time we show these systems flying. But now it's just want to show the motion and the creation of plasma, full plasma. This is a. Also auch hier, hier zum einen, der Behälter ist nicht gefüllt, hier ist keine Flüssigkeit drin. Und hier sieht man teilweise sehr scharfe Kanten. Herr Kescher, das erklärt, dass es die Art ist, wie dieser Reaktor gefüllt bzw. geladen wurde. Also es sind ja reine Felder, die hier wirken, also keine Flüssigkeit. Und hier unten ist teilweise, also erstmal man sieht dieses leicht lilafarbene, was auch eben schon zu sehen war, wenn auch ganz leicht. Und hier unten waren teilweise auch rote Lichtblitze zu sehen. Da habe ich auch ein Foto von gemacht, das zeige ich gleich. Ich lasse das einfach nochmal ablaufen. Man kann hier, insbesondere wenn man hier vielleicht das mal so unten sieht, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, dann sieht man, dass das System, die Kamera ist still, aber man sieht, dass das System sich bewegt. Das rutscht so ein bisschen rum. Yes, okay, play this one, please. This is very interesting for some people. This is how your spaceships will look. This is the whole ball lighting up, and it's what they call it, parameters. So now for the first time you see a full light spaceship system set up, and in the coming time we show these systems flying. But now it's just want to show the motion and the creation of plasma, full plasma. This is a. Ja, hier hat er noch zugesagt, dass die Kugel ca. 5 cm groß ist und das erzeugte Feld etwa 10 bis 20 Kilometer großes Feld ist, wie gesagt, ohne Flüssigkeit. Hier ist jetzt auch, ich denke mal, auch aus diesem gleichen zweiten Zentrum, wie man sieht, dass hier sich etwas nach oben bewegt. Also hier mit Effekte auf die Schwerkraft hier festgestellt werden. If you use copper wires or whatever, it's finished, it doesn't work. Would you like to play it? Just watch. You can even suspend it. Work in a plasma world. If you use copper wires or whatever, it's finished, it doesn't work. If you'd like to play it, just watch. You can even suspend it.
Die hat dazu gesagt, dass wenn man das so wie der Reaktor hier geladen war, das umkehren würde, dann würden wir sehen, wie sich etwas in die Luft erheben kann, also sich vom Boden erhebt. Und nochmal zu der Drehung der Ganzflüssigkeit auch, sagt er noch, dass sie damit, dass sich das nach Belieben kontrollieren lässt, die Richtung, die Geschwindigkeiten bis zu tausenden Umdrehungen pro Minute. So, und hier sehen wir jetzt nochmal das System, was am Anfang gezeigt wurde, in den dunklen Videos. Hier sehen wir das System nochmal genau, wie es aussieht. Herr Kescher hat gesagt, das ist ein sehr fortschrittliches System, sehr komplex. Und das untere, was wir hier sehen, ist lediglich die sogenannte Landeplattform, die das System von dem Feld der Erde trennt. Also so, wenn man jetzt Raumschiffe hätte, würde man wohl auch solche Plattformen bauen, damit einfach dieses System hier, wie gesagt, nicht gestört werden von dem Feld der Erde. Setup. I've been given permission by the Chinese show. This is where underground spilling to the reactor was operating in this system. Hello? There are two steps of this network. And if you look, the direction of the rotation of the system at one point changes and falls back again with the field forces. Can you increase the noise? Ja, das waren jetzt die Videos hier. Ich kann das nochmal die Bilder zeigen. Hier das System nochmal als Bild. Dann hier diesen Lichtfunken und hier in dem anderen das rote Licht. Das kam hier 2-3 Mal vor. Aber meistens war es halt dieses lilane Licht. Was Herr Kesch noch gesagt hat, dass man hier auf jeden Fall mit nanobeschichteten Drähten arbeiten muss. Also wenn man hier nur Kupfer benehmen würde, dann würde hier nichts passieren. Ja, das war es jetzt auch soweit mit meiner Zusammenfassung. Gibt es soweit Fragen? Beziehungsweise vielleicht erstmal Ergänzung noch? Maria fragt, was ist in der Mitte der Kugel von oben und unten? Welche Kugel meinst du jetzt? Diese Kugel, die hohl war, die, wo das Licht zu sehen war? Da ist, ach so, das hat er nicht gesagt. Einer hat gefragt, ob es eine Graphitstange da drin ist oder Graphitröhre, das hat er verneint. Aber ansonsten ist da nicht drauf eingegangen worden, was das ist. Sind die Drähte da nur so lose reingesteckt?
Und sind die unten irgendwie befestigt oder stehen die nur so als Füße da, die nanobeschichteten Drähte? Das, ich würde vermuten, dass dass das Kabel sind, die wir etwas mit was verbinden. Zumindest oben war ein Draht zu sehen. Ich gucke mal, ob ich das hier nochmal besser sehe. Ich meine, dass es keine Füße sind, sondern dass das tatsächliche Verbindungen sind. Ich teile hier nochmal kurz den Bildschirm. Und zumindest das eine, was hier zu sehen war in einem Bild, war, dass dieses hier oben, dass dieses hier wirklich irgendwo hingeführt ist. Und man konnte das jetzt nicht sehen. Herr Kesch hat auch gesagt, dass sie hier, das ist alles geschnitten worden für die Öffentlichkeit aus Sicherheitsgründen. Auch die Namen der Mitarbeiter werden nicht genannt aus Sicherheitsgründen. Aber hier, das obere hier, wie gesagt, konnte man sehen, dass das Kabel ein bisschen länger war, ein bisschen hier rumlag und irgendwo hinging. Und ich würde jetzt mal vermuten, dass die alle überall irgendwo angeschlossen sind. Ja, danke schön. Und unten sieht man auch unten rechts, da ist auch noch so ein Draht rumgewickelt, ne? Was das hier ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das die Halterung. Weiß ich aber nicht. Önder sagt, das sind Füße. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe beim oberen gesehen, dass das Kabel länger war und dass das irgendwo hinführt. Möglicherweise sind diese drei nur Füße. Hier sieht man das auch. Hier ist ein, das führt also irgendwo hin. Und auch hier wieder drei unten. So, hier ist eine Frage im Fragen- und Antwortenbereich. Gehe ich gleich drauf ein. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen erstmal zu dem jetzt, zu dem Gezeigten? Oder irgendwas, was da noch jemand zu sagen möchte? Da hat sich auch irgendwie Wasser gebildet. Das ist ja feucht innen. Ja, Patrick fragt hier danach, ob ich das nochmal weiter ausführen kann mit den drei Hautschichten. Ich muss ein bisschen meine Stimme schonen, ich bin krank und jetzt langsam fällt es mir schwer zu sprechen. Wenn wir jetzt hier diese drei Hautschichten haben, also das Weiß jetzt dazwischen, das, so wie Herr Kesch das immer erzählt hat, das ist die Interaktion aus dem ist das, was das Leben ermöglicht und das auch in jeder Schicht eine bestimmte Essenz ist, die im gesamten Körper identisch ist. Auch die Art, wie Organe entstehen, ist mit abhängig von der Haut. Also die Haut quasi ist für die Manifestation der Körperlichkeit maßgeblich verantwortlich, so wie Herr Kesch das erklärt. Und er sagt ja, bei der Erde ist das auch so. Und da haben wir diese drei Schichten. Das eine ist der Caroline Core. Und das andere ist der, den wir üblich kennen als Erdkern. Und dann eine dritte Schicht. Ich denke mal, hier meint er die Magma-Schicht, weil er hat später noch gesagt, dass das Magma das ist, was bei uns das Gehirn ist. Also quasi die erste Stufe der Manifestation, wenn man so will. Und er sagt auch, dass diese so ein einfaches Reaktorsystem, das sind die ersten Raumschiffe, die von diversen Zivilisationen entwickelt wurden, die das erste Mal ins Weltall gehen. Das sind also ganz in Anführungsstrichen primitive Systeme, die aber auch schon auf die Plasma Physik basieren.
Und die funktionieren, aber sind deutlich, wie soll man sagen, vielleicht weniger zuverlässig oder weniger sicher als das, was man durch Sternformation erreichen würde. Und er hat gesagt, dass er uns das gleich als Sternformation beibringt. Und dann hat er hier gesagt, dass wenn man hier in der mittleren Schicht Magneten anbringen würde, dann und man hier das entsprechend richtig laden würde. Das heißt, wir haben das eben gesehen, wie Bewegung stattfand. Also wenn man das jetzt durch einen plasmatischen Zustand zu bewegen bringen würde, dann hätten wir einen Magnetmotor, der dann eben beliebig viel Energie erzeugen könnte. Okay, dann Thoralf hat hier eine Frage. Vielleicht kann die jemand anders erklären, weil ich, wie gesagt, jetzt echt Schwierigkeiten habe zu reden. Zu den Aminosäuren. Wie erkennt man die Aminosäuren? Dass, wenn man das auf der Oberfläche der Ganzproduktion sieht, wie erkennt man, was das ist? Und wie diese Aminosäuren erscheinen könnten. Also machen die sich bemerkbar? Also ich kann es vielleicht nur von meiner Produktion sagen, dass sie immer ein bisschen anders aussehen. Ich hatte einmal eine Produktion, wo sie stark nach Fettaugen ausgesehen haben, die oben auf der Wasseroberfläche schwimmen und die man dann abschöpft in ein separates Glas. Nach meiner Erfahrung sind sie sehr unterschiedlich, diese Aminosäuren. Und sie sehen immer ein bisschen anders aus. Aber vielleicht kann jemand anderer noch seine Erfahrungen reinbringen. So wie kleine Schuppen sieht das bei mir manchmal aus, die oben so drauf schwimmen. Ja, okay, ich kann noch was hinzufügen. Oft sehen die Aminosäurenschichten so aus wie Benzin auf einer Pfütze. Das schillert mal so ein bisschen. Manchmal ist ein bisschen Materie da noch so bei, in der Weise, dass es dann da eintrübt. Auf jeden Fall das, was nicht Staub oder Dreck ist an der Oberfläche des Salzwassers. Dabei handelt es sich in jedem Fall um diese Aminosäuren. Und wenn man das Ganze wäscht, dann gehen die verloren. Die muss man vorher ernten. Zum Beispiel mit einem nanobeschichteten Plastiklöffel mache ich das. Das geht relativ gut. Wenn jemand andere Sachen versucht, wie mit einem Kamm oder so, das einfach mal probieren. Da hat jeder seine beste Methode. Ich hoffe, das hilft. Thoralf schreibt hier noch weiter, wie sie aussehen, wenn sie abgesunken sind. Und nach dem Waschen, er sagte, mir schien, ich sehe kleine Perlen, bin aber nicht sicher, ob das auch ganz ist. Ja, das muss man eben vor ganz waschen, abschöpfen. Und ein Indikator ist auch, dass Aminosäuren schwimmen immer oben auf. Dann kann es kein Ganz sein, weil das Ganz setzt sich am Boden des Behälters ab. Also alles, was oben aufschwimmt, ist immer Aminosäure. Und ich kann eigentlich auch bestätigen, dass sie meistens so wie ein Ölfilm. Also bei mir sehen sie dann meistens so teilweise eben glänzend und wie ein Ölfilm obendrauf. Und ich habe auch die Methode von Christian. Ich habe auch einen Plastiklöffel, der nanogecoated ist. Und mit dem kriegt man die Aminosäure wirklich weg. Und die werden dann separat in einem separaten Behälter aufbewahrt. Und dann,
weniger gewaschen, weil Herr Kesch hat mal gesagt, es soll immer ein bisschen Salz drin bleiben in der Aminosäure und das kann man dann dem Ganz wieder zuschütten. Also besonders leicht sieht man das bei der CO2-Produktion, wenn man keinen Strom verwendet. Jo, gibt es sonst noch etwas, was jemand teilen möchte, berichten möchte oder Fragen noch? Patrick schreibt noch, dass er die Aminosäure mit einer Spritze absaugt und auch etwas davon nach dem Waschen wieder hinzugibt. Also das ist auch etwas, was man machen kann, was möglicherweise die zukünftige Gansproduktion beschleunigen, indem man schon ein bisschen Aminosäure oder auch Gans aus einer vorherigen Produktion mit hinzugibt. Also einige haben berichtet, dass die zweiten Produktionen und so weiter, die auch in dem gleichen Behälter produziert werden, deutlich schneller waren als bei der ersten. Okay, wenn es sonst nichts weiteres gibt, dann war das heute der 137. Wir haben eine gehobene Hand, Mario, entschuldige. Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Ja, hallo Maria. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, also wenn man die Aminosäuren mit einer Spritze abzieht, dann bleibt ja auf der Innenseite der Spritze dann die Aminosäure größtenteils hängen. Und das ist eigentlich schade, wenn man sie mit einem Löffel abnimmt, um sie in ein Gefäß zu füllen, dann bleibt natürlich auch etwas an einem Löffel hängen. Aber das kann man auf ein Spezialtuch geben, welches anschließend dann eingeschweißt werden kann, um es dann aufs Herz zu legen. Das ist so toll, das bringt so viel Freude und Lichtschauer direkt ins Herz hinein. Das ist ganz, ganz wunderbar, das ist so wertvoll, sollte man unbedingt beachten. Und zum Regengans wollte ich noch sagen, da ist so viel drin, man hat ja Aluminium und alles mögliche, Barium und ich weiß nicht was noch alles. Es gibt ja auch chemtrails.de oder aktionsaubererhimmels.de, gibt es ja also eine ganze Liste, was man schon gefunden hat in dem Regenwasser. Und wenn man aus diesem Regenwasser, welches ja sehr inhaltsschwer geworden ist, dann ein Gans macht und dieses Gans dann verwendet in einem Lüftergenerator, dann hat man da also ziemlich viele Stoffe, die wiederum in einer höheren Schwingung sind, die das, was wir einatmen, dann hoffentlich, sage ich mal, weil ich kann es ja nicht beweisen, wir dann doch wieder inaktiv vielleicht machen. Danke. Ja, das vielen Dank. Das ist eine gute Idee, weil das ist ja ein ähnlicher Prozess, wie man das bei Tumoren macht. Das heißt, dass man mit den Materialien arbeitet, die dann auch als in den Tumoren beispielsweise vorkommen. Und in diesem Fall, wenn da jetzt schädliche Substanzen in der Luft sind, dann ist das ja auf jeden Fall was man versuchen kann. Ja, und immer mal wieder erneuern, weil man weiß ja nie, ne? Mhm. Okay, dann war das heute der 137. deutschsprachige Wissenssucher-Workshop. Heute ist der 1. November 2018.
Ich bedanke mich bei allen und wie immer gute Nacht und schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und gute Besserung, Mario. Danke. Dankeschön. Ja.